Es ist vollbracht. Diesen Seufzer hat Elon Musk wohl vor einigen Stunden ausgestoßen. Tesla hat endlich sein Produktionsziel erreicht. Es war ein langer Weg und hat auch Elon Musk an seine Grenzen gebracht. Für die Elektromobilität ist es ein riesiger Schritt. E-Autos werden so zum Massenprodukt. Mit welchen ungewöhnlichen Maßnahmen er dieses Ziel erreicht hat, jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen bei den Elon Musk Chroniken. Heute übrigens aus meinem Gästezimmer am CERN in Genf. Es war ein langer und ziemlich steiniger Weg. Schon vor Monaten wollte Musk es geschafft haben, 5000 Model 3 in der Woche zu fertigen. Doch monatelang hinkte er diesem Ziel hinterher und zum Schluss wurde sogar ein Saboteur entdeckt, der wohl für Brände in der Produktion des Model 3 verantwortlich war. Es war eine harte Zeit für Musk. Er selbst hatte es Produktionshölle genannt. Elon Musk musste sogar in der Tesla-Fabrik übernachten, um die Probleme in der Produktion zu lösen. Dabei hatte alles so gut angefangen. Musk kaufte sogar 2016 mit der Eifeler Firma Grohmann, einem deutschen Maschinenbauer, der Produktionsanlagen für die Autoherstellung fertigte. Der erfüllte in der Folge dann sogar die Verträge mit den deutschen Autobauern nicht mehr, wohl um sich ganz auf die Fertigung des Model 3 zu konzentrieren. Nur so glaubte Musk, die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, 5000 Autos pro Woche. Eine Zahl, die bei der Fertigung von Massenmodellen als Minimum angesehen wird. Nur so kann kostengünstig und effizient gefertigt werden. Doch nach dem Start der Produktion wollte das Musk einfach nicht gelingen. Monatelang hinkte er hinter den hochgesteckten Zielen hinterher. Im März waren es 2500 in der Woche, dann im Mai 3500, immer ein wenig mehr. Aber die 5000 wollten einfach nicht gelingen. Und das schien auch an Musk Nerven zu zerren. Er meldete am 1. April die Pleite von Tesla, beantwortete Fragen von Journalisten einfach nicht und warf ihnen Dummheit vor und beschimpfte generell die Medien. Sogar ein Portal zur Überprüfung der Glaubwürdigkeit von Medien will er gründen. Naja, zuletzt griff Musk zu einigen drastischen Maßnahmen, errichtete kurzerhand eine zweite Produktionsstraße ein. Allerdings fehlten ihm zwei Dinge dafür, die Maschinen und eine Produktionshalle. Die Maschinen ließ er einfach von Grohmann aus Deutschland einfliegen, ein teurer Spaß. Und als Produktionshalle ließ er ein riesiges Zelt Größe 2 Fußballfelder aufbauen. Zuvor ließ er die Arbeiter schon in 12-Stunden-Schichten arbeiten. Damit hat er sein Produktionsziel jetzt zum ersten Mal erreicht und zwar auf den Punkt genau. Seine letzte Ankündigung lautete nämlich, das Produktionsziel wird Ende Juni 2018 erreicht. Doch aus der Belegschaft ist zu hören, dass es zumindest nicht dauerhaft gehalten werden kann. 12-Stunden-Schichten sind einfach nicht dauerhaft mit einer hohen Fertigungsqualität zu halten. Es bleibt also noch einiges zu tun. Für die Elektromobilität ist es allerdings ein Riesenfortschritt. Damit wird in den USA zum ersten Mal ein Elektroauto für den Massenmarkt gebaut. Und das bedeutet auch weitere Fortschritte für die Technologie. Bei den jüngst vorgestellten nächsten Tesla-Fahrzeugen kommt offenbar eine neue, effizientere Batterietechnologie zum Einsatz. Das autonome Fahren wird immer weiterentwickelt und es werden auch davon, hören wir ja immer mehr, Erfahrungen in der Praxis gemacht. Batteriebrände, Unfälle, all das, was bei neuen Produkten passiert. Es ist also auch für die Elektromobilität ein Riesenschritt. Mal sehen, welche Veränderungen er bringt. Wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken. Aber nicht die, genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Elon Musk, geheime Batterierevolution bei Tesla. Bis dann, bleibt dran.